Ach, guck mal, ist nur noch einer da oben. Interessant. Sehr schön. Nehmen wir uns noch eine mit. Für schlechte Zeiten oder so. Wunderbar. Alles bereinigt. Wo kommen wir denn jetzt hin? Mhm. Okay, den können wir ganz einfach übernehmen. Freiwillige in diesem Block. Mhm. Sechs Stück haben wir hier. Ja, sechs Stück, ne? Ich wusste, dass das passiert. Ich war noch im Überlegen, welche Taste ich drücken muss, ne? Ich war noch im Überlegen, welche Taste ich drücken musste. Und dann so, ja, natürlich, das muss Kreis sein. Es geht gar nicht anders. Aber es ist Quadrat. Huch, Entschuldigung. Okay, nochmal. Und diesmal nehmen wir Quadrat. So. Nee. Kann man das Ding wieder nach oben? Dann müssen wir den nicht nach oben holen. Auch wieder so ein langsamer. Moment. Ich hätte mir eine Ohrfeige verpasst, dann hätte er sich selbst getötet. Haha, eben noch so gewesen und jetzt. Nein. Sorry. Okay. Das ist schon lahm. Mitkommen. Okay. Ist mir vorher aber auch noch nicht aufgefallen, dass sie so langsam sind irgendwie. Also die auch. Wir alle. Jo. An die Arbeit. Okay. Wir alle. Mitkommen. Also, dass sie auch irgendwie länger brauchen zum Antworten. Also zum Antworten ja, aber dass sie auch dann länger brauchen, um überhaupt in die Gänge zu kommen. Irgendwie ist mir vorher noch nie so wirklich aufgefallen. So, 113. 49 Freiwilligen in dieser Kaserne. Oh nein! Okay, wir haben hier. Das ist jetzt so wie bei Mudanshi und Modomo. Dass man halt so einzelne Level hat, wo man dann quasi ein Lichtchen anmacht und dann kann man das Hauptlevel in der Mitte ja, benutzen oder reingehen, wie auch immer. So, wir haben in der Mitte das obere Level ist das Kriegszimmer. Und wenn wir Nummer 1 ist Schießplatz. Ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Reihenfolge das ist. Unten links ist Mudaken Arbeitercampus. Das sieht sehr groß aus, das Level. Und ich schätze mal, da werden auch viele Mudaken sein. Oben rechts ist das Trophäenzimmer. Und der Bombenübungsplatz, so wie es aussieht. Und unten rechts ist die...
Achso, sind die Slickskojen. Slickkojen, so. Ich glaube, eins von den Leveln ist ein bisschen verbuggt. Das kann sein, dass sich da meine Blaze aufhängt, beziehungsweise ist die CD ein bisschen Schrott. Dann gucken wir uns das hier mal an. Ich weiß jetzt nicht, ob hier ein Video kommt, deswegen werde ich die Blaze schon mal ein bisschen schräg stellen. Aber ich glaube, das sieht hier nur so aus, als ob das ein Video wäre, aber es ist keins. Die Magogs auf dem Vormarsch. Nachrichten aus aller Welt. General Drippig erklärt den Ausnahmezustand. Diese dämlich albernen mutakischen Fleischhäppchen werden bald merken, wen sie vor sich haben. Wir greifen uns diesen Ape und Nase ab. Oder mein Name ist da. Drippig, Sir. Drippig. So ist es. Ja, das wusste ich. Mit Unterstützung von Malloks Mundcreme. Schlucken statt spucken. Schlucken statt spucken. Jetzt muss ich mir mal gerade ein bisschen meine Ärmel hochkrempeln. Von meinem Pulli, der übrigens nicht ganz zum Spiel passt, aber zu dem davor ist nämlich ein Rapture Farms Pulli. Den habe ich mir mal gegönnt vor einiger Zeit. Der steht übrigens auf dem Rücken mit so einer kriegeligen Handschrift und einem falsch rummen C, glaube ich. Oder ein S. Da steht Molok Sucks drauf. So. Fangen wir mal mit der 1 an. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es genau war. Sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Das war gut. Das ist, glaube ich, ein Scheiß-Level. Wir haben noch ein Bäumchen, das ist ja sehr schön. Holy fuck, dass ich das überlebt habe, ne? Ja, das war gerade Reflex, dass ich wieder zurückgegangen bin. Da oben liegt vor allem. Da sitzt auf jeden Fall ein Mudaken. Boioioi. Alle im Gleichschuss. Okay. Es war alles sehr viel Glück jetzt gerade. So, und ich hoffe mal. Habe ich gerade einen Quicksave? Ich mache nochmal einen. Nein, natürlich. Die ist an dem Ding abgeprallt. Ich wusste. Doch, hätte ich länger drüber nachgedacht, hätte ich mir im Kopf gedacht, ja, das kann davon abprallen. Gut, dann muss ich das irgendwie anders hinschmeißen. Irgendwie mal hinhocken oder so. Ja, das ist schön. Dann können wir die mal im Hintergrund da weghauen. Ist ja gut. Finde ich auch interessant, dass sie direkt merken, dass einer übernommen wurde, dass der direkt getötet wird. So. Die lasse ich mal noch da sitzen. Ich muss mal gucken, was hier noch kommt. 6 Stück gibt's hier. Ja, plus die 3. Genau. So, wie kriege ich die da jetzt weg? Der macht nur die Tür auf. Oh, das wird anstrengend. Aber ich glaube... Ich glaube, das ist denen da im Hintergrund ziemlich egal, wenn die da langlaufen. Ratatatatat.
Es ist doch gut. Das ist nicht lustig. Ich versuche euch zu retten. Oi. Ich dachte, ich würde noch dahinter fallen. So. Ja, es ist denen egal. Das ist sehr schön. Die müssen aber alle auf mir draufstehen. Sonst werde ich nämlich abgeknallt. Ist lustig, dass die das nicht interessiert irgendwie, dass da sich jemand bewegt. Dann kommen die hier oben eigentlich auch mal. Jetzt brauchen wir in Anführungszeichen nur noch den einen, der da oben ist. Ist der auch traurig? Nee, ich glaube nicht. Sehr schön. Jetzt haben wir alle sechs. Warte. So, einmal den Screen verlassen, damit die Vögel wiederkommen. So. Wunderbar. Ich habe jetzt keine Fläschchen oder so gesehen. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass wir jetzt alle haben. Hätte ich eben auch eigentlich auch den Hebel da oben ziehen können. Wunderbar. Wunderbar. Nummer 1 wäre fertig. Dann auf zu Nummer 2. Oh, Minchen. Hier gibt's, glaube ich, ein Geheimnis in dem Level. Das wäre schon mal geschafft. Ich hasse Minen. Okay, da kann man sich hinknien, so wie das aussieht. Das haben wir ganz gut hingekriegt. So, ich finde jetzt der untere Teil dieses Hintergrunds, ich fahre mal dahin, was ich meine, hier das hier. Finde ich, sieht irgendwie so nach Final Fantasy aus. Also Final Fantasy 7. Weiß nicht warum genau, aber es sieht für mich danach aus. Das ist jetzt nicht mehr so. Also das ist zu extrem, aber das hier oben, das ging ganz gut. Lustig. Wer weiß, was damit hochkommt? Nichts. Das ist schön. So. War hier ein Geheimnis oder habe ich das nur so im Gefühl, dass das ein Geheimnis war?